Ja, hallihallo, schön willkommen bei mir in Norwegen. Wir sitzen hier wieder zusammen im Wald und heute machen wir ein kleines Experiment, Teil Nummer 2. Und zwar geht es um das Thema Backen, wie der Titel schon sagt. Ich habe ein Video schon gedreht, wo es ums Thema Backen ging. Ich habe aber noch mal ein bisschen drüber nachgedacht und überlegt. Und das Ganze muss noch mehr, ich sag mal nicht survivalmäßiger sein, aber mehr mit weniger Dingen. Und zwar hatte ich ja beim letzten Mal ein Gitterrost selber gebastelt und die Frage ist aber immer, hat man denn sowas dabei? Und mein Gedanke war einfach, was ist denn, wenn man jetzt mal noch weiter zurück zu den Basics geht? Also man hat wirklich nur Mehl, Wasser, Salz, Hefe, klar, die Sachen packt man sich dann ein. Was ist, wenn man dann so auf Natur ist? Man hat zum Beispiel kein Holz, man ist auf so einer weiten Ebene, Jotunheim, auf einer Bergtour und versucht sich da was zu backen. Dort kann man sich kein Feuer machen, weil es kein Holz gibt. Und ja, und so einen Rost möchte man auch nicht mehr mitschleppen. Und da habe ich mir überlegt, ich werde heute mal versuchen, Brötchen zu backen auf einem Kocher. Dafür nutze ich mein recht altes Coleman-Kochgeschirr. Weil das ist, ja, das kann ich ruhig verheizen und das funktioniert schon. Nun hat man ja immer das Problem des Anbrennens oder beziehungsweise, dass man einfach zu viel Hitze von unten bekommt. Und da habe ich mir auch was überlegt und das zeige ich euch mal, wenn ich die Kamera mal ein bisschen näher hole. Jo, meine Idee ist folgende und zwar, wir werden das Kochgeschirr unten mit Steine befüllen. Das hat den Effekt, dass es nicht sofort hier auf der Flamme liegt. Das heißt, es kann nicht gleich anbrennen. Denn das ist oft eine Sache, die sehr schnell passieren kann hier. Es brennt an, es ist aber noch nicht wirklich durchgebacken. Einen anderen Vorteil soll es eigentlich bringen, dadurch, dass wir dann quasi unten das Kochgeschirr mit Stein befüllen, können wir unten noch Wasser reinmachen. Und das hat den Effekt, das soll einfach den Garum simulieren. Ihr wisst ja, in der Bäckerei machen wir den Teig und dann wird es fertig produziert, das Brötchen oder das Brot, und dann kommt das in so eine Kammer. Dort hat man, ich sag mal so 35 Grad, je nachdem was für ein Produkt man hat, und eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist einfach, die Luftfeuchtigkeit ist dafür, dass einfach die Oberfläche nicht reißt von dem Brot, von dem Brötchen, und das macht einfach die Außenhaut elastischer. So, ja, den Teig machen wir wieder ganz herkömmlich, ganz normal Weizenmehl. Und wir wollen auch gar nicht viel heute machen. Es geht heute nicht um die Effektivität, sondern es geht um die Technik. Das heißt, ich nehme hier ganz wenig nur, ein ganz kleines Brötchen machen wir nur. Das reicht vollkommen aus. So, das sind vielleicht 80 Gramm Mehl. Viel ist es nicht. So, dann natürlich ein bisschen Wasser rein. Wie gesagt, alles so mal nach Gefühl. Irgendwann habt ihr den Dreh raus. So, dann ein bisschen Salz. Das extra heute nochmal zu Hause ausprobiert, wie viel ungefähr hier so drauf ist. Na, das könnte schon fast zu viel sein. Na, wir lassen es mal. Das müsste ungefähr 1 Gramm gewesen sein. So, und natürlich die Hefe. So ein Paket reicht natürlich jetzt hier für 500 Gramm Mehl. Das brauchen wir hier nicht. So, das reicht schon locker. Glas. So, und noch ein bisschen Zucker rein. Und dann das Ganze mit dem Hering mixen. So,
Jetzt habt ihr schon so einen Klumpen, der ist natürlich noch nicht fertig gemacht. Aber ihr seht, wenn sich das quasi alles aus dem Behälter löst, dann habt ihr eine richtige Konsistenz erreicht. Dann hier den Restteig, ein bisschen Mehl ist noch in den Kanten. Das reibt ihr dann noch in den Teig rein. So, und ihr seht, das ist wirklich bloß ein kleines Stück, was wir heute probieren. Wirklich nicht viel. So, umso einfacher lässt sich das kneten. So, und schauen wir uns den Teig mal ganz kurz an. Er sieht schon sehr gut aus. Er ist wirklich schön, schön glatt. Na, wenn ihr so einen Teig so richtig schön ziehen könnt, dass ohne dass er reißt, das ist immer gut. Das heißt, er ist stabil. Ihr seht schon, ich kann ihn immer mehr und mehr ziehen. Er reißt immer noch nicht. Das ist schon mal ein sehr guter Teig. Ja, also das, jetzt reißt er, ist ganz klar, bei knapp 100 Gramm. So, das ist schon ein sehr guter Teig. So muss es sein. Ne, merkt es euch einfach, wenn so ein Teig schön glatt ist auf der Oberfläche, wenn nichts klebt, wenn ihr den schön ziehen könnt, ohne dass er reißt, dann ist so ein Teig immer fertig, dann ist er gut. Ja Leute, ich versuche gerade mehrere Techniken des Garens aus. ich habe das jetzt einfach mal oben den Teig in das Tuch eingeschlagen, in mein Mikrofaserhandtuch. Darunter sind die Steine mit ein bisschen Wasser. Und jetzt wird nämlich das ganze Tuch hier feucht. Und gibt den Teig eine Feuchtigkeit. Und ich hoffe, dass es trotzdem durch das Tuch nicht kleben wird. Und das lassen wir jetzt einfach drauf. Das heißt, das Tuch behält die Feuchtigkeit und die Wärme. Und das sollte eigentlich funktionieren. So Leute, theoretisch kann es gleich losgehen mit dem Backen. Vorher schauen wir noch mal kurz in den Topf rein, wie ich den vorbereitet habe. Und ich will mal kurz erklären, warum ich das so mache. Drehen wir uns einfach mal um. Also wie gesagt nochmal, hier ist jetzt der fertige Topf, der ist ein bisschen warm, das spielt jetzt aber keine Rolle. Drin sind die Steine, sind gewaschen, die ergeben eine möglichst gerade Fläche drin und auf dem Boden ist Wasser. Das Wasser soll einfach den Dampf auch beim Backen simulieren, das heißt, egal, wenn ihr mal ein Brot oder Brötchen backt in der richtigen Bäckerei, wird am Anfang immer Dampf gegeben. Das hat den Effekt, ganz einfach, Wasser ist ein besserer Wärmeleiter als Luft. Das heißt, wenn das Brötchen drin ist, sie werden mit Dampf überzogen, so kann die Hitze einfach schneller wirken. Zweiter Nebeneffekt natürlich wieder, die Außenhaut soll elastischer werden für den Teig. Ohne Dampf würde ein Brot oder ein Brötchen einfach nur grau, stumpf aussehen. So, das soll es simulieren quasi und ich habe hier so viele Mücken heute. Das heißt auch nicht zu viel, vielleicht ist es schon ein bisschen zu viel, aber ich werde es ja ein bisschen vorheizen. Das heißt, der Dampf bleibt die ganze Zeit da, wird dann, wenn es warm genug ist, das Brötchen reinpacken und den Topfdeckel oben drauf, sodass schön die Hitze sich drin zirkulieren kann und auch von oben dann braun wird. Das haben wir beim letzten Mal schon gesehen, das hat sich bei diesem Kochset ganz gut bewährt. So, das Wasser ist fast verdampft, die Blasen sind natürlich trotzdem noch, aber ansonsten ist wirklich nur noch unten eine kleine Millimeterschicht Wasser. Das zeige ich euch nochmal. Das heißt, ich werde den Topf mal ganz kurz runternehmen, dass das Kochen aufhört. Und ihr seht, auf dem Boden ist wirklich fast nichts mehr. Ich lasse jetzt noch den Rest abdampfen, schnell verkochen, dass ich da nicht so eine Suppe noch drin habe. Der Restdampf, der sollte locker ausreichen. So, das Brötchen habe ich jetzt nochmal in Mehl gewälzt. Und dann werden wir das jetzt da reinpacken. Flamme runterdrehen
und den Deckel drauf. Gut, und dann warten wir jetzt so circa 10 Minuten, dann sollte das eigentlich fertig sein. So Leute, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Ich bin jetzt hier seit über 15 Minuten am Backen, weil ich am Anfang sehr schwach gebacken habe. Ich wollte nicht gleich, dass es anbrennt. Ja, schauen wir mal rein. Ich habe schon mal reingeschaut, habe ein bisschen gedrückt. Der Teig oder das Brötchen fiel da zurück. Jo, schauen wir doch mal zusammen. So. So schaut das aus. Ihr seht, es ist wirklich noch relativ hell von der Oberseite. Es federt zurück. Das müsste eigentlich heißen, es ist durch. Wie gesagt, es ist extrem schwer, das von der Oberseite zu backen. Weil man da unten einfach so viel Hitze bekommt. Ja, was man jetzt noch hätte machen können, wäre einfach etwa noch mehr Steine rein, dass es mehr an die Oberseite rankommt. Gut, aber ich würde sagen, holen wir das einfach mal raus. So, jetzt müssen wir uns natürlich hier die Steine unten rausfummeln. Ist ja ganz klar. So. Die sind natürlich eingebacken. So, ihr seht, das ist immer noch nicht perfekt. Das heißt, man bräuchte noch einen höheren Abstand. Aber wir schneiden das jetzt erstmal auf. Die Oberseite, klar, die könnte noch ein bisschen mehr Farbe vertragen. Aber ansonsten funktioniert das auch. Und das ist ja das Prinzip. Es muss nicht immer schön sein, es muss funktionieren. So, guten Appetit. Mmh. Super soft. Also wirklich sehr schön. In der Notfallsituation reicht das vollkommen aus. Und dass man die Steine wegschmeißen muss, das ist überhaupt nicht schlimm. Das erspart nämlich das Backpapier, was man nämlich auch nicht immer dabei hat. Aber Steine findet man doch eigentlich immer überall. Ja Leute, also ihr habt es gesehen, es funktioniert die Technik. Es ist wirklich eine sehr primitive Technik. Es ist natürlich ganz klar, dass ihr dann die Steine unten wegschmeißen müsst, weil dort der Teig eingebacken ist. Das könnte man jetzt verhindern, indem ihr einfach auf den Stein zum Beispiel noch mehr Mehl gibt. Dann habt ihr noch eine Schutzschicht, dann ist es wie beim Steinbackofen. Da hat man auch immer noch ein bisschen was drunter. Wir zum Beispiel auf Arbeit haben Sägespäne drunter, die extra für Bäckereien gemacht wird. Aber ansonsten seht ihr es einfach nochmal. Ich kann es ja noch zusammenfassen. Teig machen, ganz simpel. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt einfach drunter, wie man Teig macht. Dann gebe ich euch ein Standardrezept. Das ist das Standard vom Standard. Ansonsten einfach bloß in so einen Kochbehälter Steine reinfüllen, ein bisschen mit Wasser füllen, dass dann noch ein bisschen Dampf habt, dass es größer wird und dann einfach backen. Ich habe am Anfang relativ schwach gebacken, das war auch ganz gut so. Ihr seht unten die Farbe, ist nicht schwarz, es ist bräunlich und ganz zum Schluss habe ich nochmal Vollgas gegeben, dass ich einfach nochmal ein bisschen Hitze nach oben bekomme. Ja, was kann man noch verbessern? Vielleicht mehr Steine reinmachen, dass nicht so viel Hitze von unten kommt, sondern mehr nach oben gebacken wird. Ansonsten funktioniert die Technik. Ich hoffe, ihr macht das mal nach. Würde mich freuen. Testet das einfach mal aus. Für eine Notfallsituation oder für mehrere Tage draußen ist das vollkommen okay. Gut, dann sage ich mal noch guten Appetit und ich lasse mir das letzte Stückchen noch schmecken. Bis zum nächsten Video. Ciao.